Danke vielmals. Ich danke ganz herzlich den beiden Vorrednern für die nette Einführung und freue mich jetzt auch, diesen Vortrag hier halten zu dürfen zu diesem Thema, eben, das vielleicht eben ungewohnt ist jetzt aus meinem Munde, nämlich eben die elterliche Sensitivität und kindliche Bindung, wie es auch ja Oskar Jenny schon bereits erwähnt hat, ist es ein Standbein einfach innerhalb meiner Lehre. Forschungsmäßig bin ich auch eher im Paarbereich tätig. Gut, vielleicht ganz kurz zur Einführung, zum Inhalt. Ich möchte das Verhaltensbindungssystem ganz kurz rekapitulieren, damit Sie auch wissen, wovon reden wir hier, wenn wir von Bindung reden. Und innerhalb jetzt des ganzen Bindungskonzepts eben dieser Sensitivität, dieser elterlichen Sensitivität besonderen Raum geben, ist ja das Thema des heutigen Abends. Ich möchte die Bedeutung für das Kleinkind, auch so eben dann für die Adoleszenten, Kinder, Jugendlichen, Sie sehen, das Konzept wurde ja entwickelt eigentlich im Bereich Kleinkindforschung und ich möchte ja auch aufzeigen eben, dass es nicht endet dann, wenn das Kind zwei-, dreijährig ist, sondern dass es eigentlich eine lebenslange Aufgabe bleibt, hier eben diese Sensitivität gegenüber den Kindern zu zeigen. Ich möchte dann auch kurz auf Faktoren eingehen, die die elterliche Sensitivität eben auch erschweren oder verunmöglichen können und insgesamt dann schließen den Vortrag mit Auswirkungen von elterlicher Sensitivität auf Kleinkinder, Schulkinder, Adoleszenten eben, wie bereits hier angesprochen. Gut, kommen wir zur Einführung in das Bindungsverhaltenssystem. Was ist genau damit gemeint? Ein Begriff, der ja auf den Begründer eigentlich der Bindungsforschung, nämlich John Bowlby, zurückgeht. Diese Idee, nämlich, dass das Bindungssystem eigentlich nur aktiviert wird unter Stressbedingungen und es werden drei solche Stresskonstellationen genannt, nämlich interne Spannungszustände, das heißt, jetzt bin ich im Kleinkindbereich vor allem angedacht, eben das Kind hat Hunger, es hat Durst, es fühlt sich unwohl, es hat sich erschreckt und hat vielleicht Verdauungsprobleme, Zahnschmerzen und die Frage eben, wie reagiert jetzt auf diesen Stress, der hier in diesem kleinen Wesen hier eben sich manifestiert, wie reagiert hier die Umwelt darauf. Die zweite Aktivierungskomponente des Verhaltenssystems der Bindung sind externe Bedrohungen, das heißt, die Sicherheit des Kleinkindes ist gefährdet. Das Kleinkind hat Angst beispielsweise, erschreckt sich. Und wie geht jetzt hier auf diese Stresskomponenten das Fürsorgesystem, eben die nahen Bezugspersonen ein? Und drittens ist ein drohender Verlust, der eben hier ansteht oder sich abzeichnet oder auch real umgesetzt wird, eben im Sinne von kürzeren oder längeren Trennungsepisoden, sogenannten Deprivationserfahrungen. Das heißt, dass wir mal zuerst festhalten wollen, Bindung wird nur aktiviert unter Stress. Das wäre eigentlich hier der Kerngedanke. Wenn wir keinen Stress haben, dann äußern wir auch kein Bindungsverhalten und kein Bindungsverlangen, sondern dann sind wir, dann wollen die Kinder auch ihre Ruhe haben. Das wäre eigentlich der Grundgedanke. Und sobald sie sich melden, eben hier ein Bedürfnis ankündigen, ist eben die Frage, wie reagiert jetzt die Umwelt darauf? Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten, die relevant sind. Zum einen mal das Kind, das wäre jetzt hier mal das Bindungsverhalten zeigende Wesen hier innerhalb dieses Bindungsverhaltenssystems. Das heißt, die Person, die mir das Ganze in Gang setzt, das Ganze zum Laufen bringt, hier eben durch beim Säugling eben vor allem nonverbale oder paraverbale Äußerungen, wie wir es eben sehen, wimmern, weinen, schreien, strampeln, physiologische Laute von sich gebend oder dann später eben auch mit verbalen, paraverbalen oder nonverbalen Stressäußerungen. Das wäre mal eben der Ausgangspunkt, das heißt, von da an startet jetzt die ganze Geschichte, nämlich diese Signale, die jetzt hier gesendet werden, die werden aufgegriffen von der Umwelt, eben von den Fürsorgepersonen, das sind natürlich häufig Mutter, Vater, Großeltern, Bezugspersonen hier im weitesten Sinne gefasst, die nehmen jetzt diese Signale wahr und die Frage jetzt eben, wie reagieren sie auf diese Signale,
immer vor dem Hintergrund, das Kind ist gestresst, wie gelingt es jetzt den Eltern hier oder eben den Bezugspersonen, auf diesen Stress einzugehen. Sie sehen, wenn wir jetzt hier diese verschiedenen Verhaltensweisen im Säuglingsalter, wenn wir die mal uns ansehen, dann geht es wieder um Halten, Tragen, Wiegen, das geht um Trösten, Liebkosen, Schmusen, es geht aber auch eben um Füttern, Nähren, das sind hier alles diese Möglichkeiten, auf diese Bedürfnisse hier zu reagieren. Sie sehen dann im späteren Alter, wenn wir jetzt mal auf die Adoleszenz als Epoche hier hindeuten, dann geht es auch um Zuhören, Nachfragen, was plagt dich, was treibt dich um, was sorgt dich, was ängstigt dich, was deprimiert dich und so weiter und so fort. Gemeinsam eben auch Lösungen suchen, immer auf der Basis des Verständnisses und eben auch hier mitunter auch dann noch eben Körperkontakt, das Kind, die Jugendliche halten, zeigen, ich bin für dich da. Und das hat einen Rückkopplungsprozess wiederum auf das Verhalten eben des Kindes hier, nämlich im Sinne, wenn das befriedigt wurde, dann würde ja der Stress jetzt hier eben abnehmen, sich auflösen, damit würde das Bindungsverhalten gestoppt, das Kind hat, was es braucht, wird sich nicht mehr weiter äußern. Wenn das nicht der Fall ist, dann äußert es Weiterbindungsverhalten und der zirkuläre Prozess geht weiter. Die Schlüsselgröße jetzt in beiden Richtungen, das ist die Sensitivität. Nämlich die Frage, wie nehmen jetzt hier die Bezugspersonen diese Signale wahr? Sie sehen, es nicht trivial, das ist ein hochkomplexer Vorgang. Weiß ich denn, was das Kind mir sagen will, wenn ich es gar nicht hier wahrnehmbar, eben im Sinne auch von sprachlichen Äußerungen hier, dekodieren kann, sondern ich muss mir quasi ein Bild machen, was braucht hier der Säugling. Aber Sie sehen auch bei den Adoleszenten wird es nicht viel einfacher, wie wir dann sehen werden, weil die können zwar reden, aber wie sie es dann häufig tun, ist wieder eine andere Geschichte. Gut, das heißt, worum es eigentlich geht in dieser ganzen Geschichte, ist um diese Passung zwischen Bindungsverhalten und Fürsorgeverhalten. Und Sie sehen, die Bedürfnisse, die sind eigentlich im Prinzip das, was den Anstoß gibt für dieses Fürsorgeverhalten. Und die Frage ist jetzt, werden denn diese Bedürfnisse befriedigt? Also bekomme ich das, was ich eigentlich brauchen würde? Das heißt, wenn das Kind sich erschreckt hat, dann müssen wir es nicht die Windeln wechseln oder füttern, dann muss ich es halten, trösten. Das wäre hier die Logik des Systems. Wenn das Kind hier Durst hat, dann muss ich es nicht halten, trösten, es will nämlich trinken. Das heißt, ich muss ihm etwas zu trinken geben, muss es stillen, muss es nähren. Wenn es kalt hat, gefroren hat oder zu heiß hat unter seiner Decke, dann nützen die beiden hier auch nichts, dann mache ich das Falsche. Sondern dann muss ich es abdecken oder zudecken. Wenn es nasse Windeln hat, dann muss ich es eben hier wechseln, diese Windeln, um zu sehen, wenn es müde ist, dann muss ich es einfach in Ruhe lassen, dann muss ich es schlafen lassen. Das heißt, worum es eigentlich hier geht, das habe ich schon mal erwähnt, ist nicht trivial. Das heißt, wir wollen diese Passung erreichen zwischen Bedürfnis von A, wie reagiert B auf diese Bedürfnisse mit dem Ziel hier, dem Bedürfnis gerecht zu werden, das Bedürfnis zu befriedigen. Und die Frage ist jetzt eben, wie gelingt das am besten? Wie weiß ich jetzt, was dieser Säugling braucht? Das ist jetzt das, was im Prinzip eigentlich spannend ist, weil wir bis ins hohe Alter, eigentlich ab Säuglingsalter bis ins Grabe, kommunizieren wir auf drei Ebenen. Wir haben die verbale Ebene, die ist bei Kleinkindern noch nicht vorhanden, aber einfach mehr in Lautäußerungen. Das heißt, wir können beschreiben. Ich mache, wie gesagt, seit über 25, 30 Jahren Paarforschung. Und da geht es ja, mein Schwerpunkt wurde auch schon erwähnt, ist Stress. Wie gehen Paare mit Stress um? Und es gibt ja nichts Naheliegenderes, als dass ich sage, schau mal, das und das hat mich heute gestresst. Und deswegen geht es mir jetzt gut, deswegen komme ich jetzt auch gereizt und ja, ein Stück weit verschlossen oder auch ein bisschen mürrisch nach Hause. Wir haben hunderte von Paaren untersucht und ich kann Ihnen sagen, es ist hochernüchternd. Die meisten erzählen irgendetwas, also da war ich in diesem Saal und da waren rote Vorhänge und da waren völlig irrelevant, einverstanden. Worum es geht ist, was war denn hier der Stress? Warum kommst du so nach Hause? Das heißt, wir hätten mitnichten diese Idee, Säuglinge können es nicht, nachher können wir es. Ganz viele können es auch nachher nicht und der B
berichten von irgendetwas, aber nicht vom Zentralen. Was bräuchte ich denn wirklich? Was ist hier das Problem? Gut, aber dessen ungeachtet mal eine Ebene und idealerweise würde ich natürlich sagen, du schau mal, was ich jetzt von dir brauche, ist das und das, weil es geht mir jetzt nicht gut. Zweite Ebene, und die ist noch wichtiger eigentlich als die erste, ist die paraverbale Ebene. Das ist der Ausdruck, der Tonfall, wie, das ist auch le ton fait la musique, wie man auch auf Französisch so schön sagt, das ist also die Frage, wie wird denn etwas mitgeteilt? Das heißt, sie sind alle eigentlich Spezialisten und Spezialisten von phylogenetischer Konstitution her im Erkennen solcher paraverbalen Signale. Wir würden alle nicht hier stehen und sitzen, wenn wir das nicht als Menschheit hier eben gelernt hätten, vor allem auf das Paraverbale und das Nonverbale zu achten. Weil stellen Sie sich vor, da war irgendein Neandertaler, da kam ein Homo sapiens dahergeschritten, beide hatten unterschiedliche Sprachen, die konnten sich nicht verständigen auf der verbalen Ebene. Die haben nur geprüft, wie spricht diese Person, ist es aggressiv im Tonfall, diese Signale, die aggressive Sprache charakterisieren versus war es ein freundlicher Tonfall, wie ist die Gestik, Mimik, Körperhaltung, ist die bedrohlich oder ist es eher freundlich gestimmt. Das war das, was uns letztendlich immer geholfen hat, Menschen richtig einzuschätzen. Und bis heute sind wir eigentlich so unterwegs, dass das, was Menschen sagen, für uns weniger Bedeutung hat, als wie sie es sagen und in welchem Kontext diese Äußerungen stattfinden, wie sie es gestisch, mimisch unterstreichen. Nehmen Sie sich als Beispiel wiederum ein paar Beispiele, wenn wir haben ganz häufig in der Paartherapie Menschen, die kommen und sagen, da sagt sie, ich bekomme nie mehr ein gutes Wort von ihm, kein Kompliment seit Jahren. Und er sagt, es stimmt überhaupt nicht. Jeden Morgen sage ich dir, dass du hübsch bist. Und jetzt haben wir natürlich völlig kontroverse Aussagen. Die eine Person sagt, ich kriege gar nichts, die andere sagt, aber jeden Tag sage ich es dem. Und wenn Sie dann schauen, wie er das sagt, dann sehen Sie plötzlich, der liest da seine Zeitung und sagt, du Schatz, du siehst wieder super aus heute Morgen, oder? Und Sie sehen, verbal hat er es war ein Kompliment, einverstanden. Nonverbal ist es despektierlich, es ist kein valables Kompliment, weil ich möchte ja, dass er mich anschaut oder dass sie mich anschaut und sagt, wow, wenn ich dich so anschaue, du siehst blendend aus, aber wenn ich ohne diesen Blickkontakt hier, jetzt habe ich es ja, nonverbal, passiert natürlich das Gegenteil, dass man dann denkt, das ist kein ehrliches Kompliment. Und das macht das Ganze eigentlich, obgleich wir reden können, nicht viel einfacher als beim Säugling. Das heißt, ganz häufig sind wir gleichwohl auf para- und nonverbale Kanäle angewiesen, um richtig Menschen dechiffrieren zu können. Und das heißt, wir müssen es von Anfang an lernen. Das ist eigentlich der ganz wesentliche Punkt. Wir alle lernen es auch. Intuitiv, durch Beobachtungen, durch Modelle lernen wir hier eben, was ist genau das. Und Sie sehen, es gibt einfachere Dekodierungen, es gibt schwierige Dekodierungen auch bei uns. Es gibt, wenn Sie an passiv-aggressive Muster denken, das ist hochschwierig, selbst für Fachpersonen zu erkennen, was läuft denn da. Das ist vielschichtig, das sind ganz verschiedene Ebenen. Und damit bleibt eigentlich diese Intuition, dieses Spüren, dieses Erkennen, immer ein ganz relevantes Thema und dieses Intuitive können wir eigentlich als elterliche Sensitivität bezeichnen. Gut, wie wird elterliche Sensitivität begrifflich definiert? Da ist vor allem eine Schülerin von Bowlby, Mary Ainsworth, eine führende Figur in dieser ganzen Frage. Sie hat nämlich vier Komponenten der Sensitivität hier unterschieden und alle vier sind relevant. Also ich kann nicht sagen, eine ist wichtiger als die anderen, alle vier spielen ineinander hinein. Die erste Komponente, ich muss überhaupt es wahrnehmen. Das tönt jetzt einfach, aber ist gar nicht so simpel. Wir werden dann Beispiele auch sehen, wir nehmen es nicht immer wahr, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wir müssen es richtig interpretieren, das sind wir ja bereits gewesen. Braucht das Kind gefüttert zu werden? Braucht es gewickelt zu werden? Will es einfach gehalten werden? Will es zugedeckt oder abgedeckt werden? Das ist die Frage der richtigen, angemessenen Interpretation. Drittens muss die Reaktion kontingent, prompt erfolgen. Sie sehen, das kindliche Gehirn ist noch nicht ausgereift. Also wenn es jetzt wimmert, weint, schreit, dann ist eine ganz kurze Zeitspanne, innerhalb der es realisiert, auf meine
Auf mein Bindungsverhalten folgt ein Fürsorgeverhalten. Das sind 5 bis 8 Sekunden laut Forschung. Sie können nicht eine Stunde sagen, doch ich komme dann irgendwann mal und wälzen sich noch 4, 5 Mal im Bett herum und dann nach einer Stunde kommen sie mal, du hast da vorhin geschrien, was war los? Sie sind kleine Zeitspannen. Und die Promptheit ist genauso wichtig wie das Wahrnehmen und das Interpretieren. Und der 4. Punkt ist das Angemessene. Wie reagiere ich jetzt auf dieses Kind? Und Sie sehen, dieses Angemessene ist deswegen spannend, weil auch hier ist ganz viel Variabilität drin. Wir können, und wir sehen natürlich jetzt, also wir haben ja vorhin diese Mutter jetzt gesehen, wie die ganz nett und herzig, wie wir sagen, dieses Kind hier gewickelt hat. Das ist eine schöne Interaktion. Das heißt, das erste Mal an diesem Abend, 11 Uhr nachts. Nehmen wir mal an, 1 Uhr nachts schreit das Kind wieder. Dann wird sie kommen, wird vielleicht ein bisschen weniger klopfen auf dem, sondern sagen, was ist denn schon wieder los? Wenn es um 3 Uhr wiederkommt, dann werden Sie sehen, das verändert sich hier. Die Angemessenheit variiert. In Abhängigkeit der Stimmung, in Abhängigkeit der Energie, Abhängigkeit der Müdigkeit, aber auch in Abhängigkeit der nervlichen Disposition. Wenn Sie genervt sind, dann sind Sie weniger hier eben disponiert, hier so schön Zeit sich nehmend auf das Kind einzugehen. Das heißt, die Angemessenheit ist immer ein zu viel, ein zu wenig zum einen, aber es ist auch eine Frage, ist es ambivalent, ist es hostil? Sie sehen, Sie können es nehmen und sagen, alles gut. Dann sehen Sie, da hören Sie paraverbal, nonverbal, verbal, das passt zusammen. Ich sage, ist alles gut. Also, da hören Sie, die Stimme ist paraverbal anders. Das ist nicht mehr dieses Offene, da ist eine Gereiztheit spürbar. Und entsprechend hier eben die Angemessenheit, das 4. ganz wichtige Komponente. Und gehen wir jetzt mal zur Adoleszenz, Pubertät, Adoleszenz, das nächste Phase. Sie sehen, diese Phase kennzeichnet sich einfach, ich provoziere, ergo sum. Das ist diese Idee, und die muss auch so sein, das ist ja die Idee der Adoleszenz, man wetzt sich aneinander, man stößt zurück, man möchte hier eben sich selber verwirklichen. Und ich sage immer, die Adoleszenz ist die Hochstressphase per se. Es gibt keine alle von uns betreffende Phase, die stressreicher wäre als die Adoleszenz. Es gibt biografisch Einzelfälle, wo natürlich massierte Stresserlebnisse aufeinanderprallen, aber als Kollektiv, als Menschheit ist das die Phase, wo wir am meisten hier gefordert werden. Wir haben nämlich ganz viele, wie wir das nennen in der Psychologie, Entwicklungsaufgaben hier zu bewältigen. Zum einen mal die Geschlechtsreife, die ganzen biologischen Umstellungen, die massiv hier in die bisherige Lebensgewohnheit eingreifen, die Geschlechtsrollen, die definiert werden müssen, erste sexuelle Erfahrungen, die gemacht werden, auch die Geschlechtsorientierung hier, die jetzt Thema wird. Wir haben Ablösungsautonomieprozesse im Sinne von Neudefinitionen, von Eltern-Kind-Beziehungen. Wir haben Selbstständigkeit als Thema. Wir haben Identitätsentwicklung und Persönlichkeitsdefinition als Thema. Wir haben Berufswahl. Und wir haben erste Partnerschaftserfahrungen, häufig mit Leid verbunden, mit Liebesschmerz verbunden. Sie sehen, das ist eine unglaubliche Ballung von Stress. Und damit werden wir noch den Gedanken aufgreifen, das Bindungsverhaltenssystem ist ein Stresssystem. Dann sehen wir, es gibt eigentlich keine Phase, außer jetzt die ganz kleine Kindheitsphase, in der wir so viel Stress haben, wo wir eigentlich so bindungsbedürftig wären wie in der Adoleszenz. Sind Sie alle einverstanden? Und jetzt sehen wir, das Schwierige ist ja, den Säugling haben wir nicht verstanden, weil er sich nicht mitteilen kann. Und jetzt haben wir eigentlich jemanden, den wir verstehen könnten, weil er kann ja reden. Aber diese Person stößt uns ständig zurück. Das heißt, wenn wir das, wie es ja ursprünglich von Bowlby, Mahler und so weiter, diese Refueling Base, ein sehr schöner Begriff von Margaret Mahler, diese emotionale Tankstelle. Das heißt, wir alle brauchen immer wieder Benzin, emotionale Nahrung. Und wir sehen der Jugendliche, die Jugendliche genau gleich wie das kleine Kind, wie das Schulkind und so weiter und so fort. Es geht immer darum, diskret da zu sein und der Elternteil, der den besseren Draht hat, der soll ihn nutzen. Das variiert auch zum Teil, vielleicht war es zuerst die Mutter, dann der Vater oder umgekehrt, die Person, die den besseren Draht hat.
soll ihn nutzen, auch in der Adoleszenz, wissen, jetzt brauchen die uns so fest wie nie zuvor, seit der ganz kleinen Kindheit. Und da sollten wir für sie da sein. Gut, kommen wir zum nächsten Kapitel, nämlich welche sind denn Faktoren, welche die elterliche Sensitivität gefährden. Zum einen mal Alltagsstress. Das sehen Sie eigentlich sehr schön. Unter Stress sind wir allgemein oberflächlicher in Interaktionen. Es gibt ganz viele so Tür- und Angel-Interaktionen. Das ist nichts, wo wir sensitiv sein können. Sensitivität heißt immer, ich muss mir Zeit nehmen, ich muss dich realisieren, ich muss auf deine Bedürfnisse reagieren können. Stress reduziert die soziale Wahrnehmung. Das führt auch zu diesem Röhrenblick. Ich sehe jetzt nur noch, was ich zu tun habe, zu erledigen habe. Alles andere wird ausgeblendet. Wir haben diese hohe Egozentrik unter Stress. Das ist natürlich auch, weil die Verhaltensressourcen sind eingeschränkt. Ich muss mit denen noch das prestieren können, was mein Hauptthema eben ist, hier die Stressbewältigung. Damit eine hohe Beschäftigung mit sich selber und damit eben diese Antennen für die anderen, die eben nicht mehr ausgefahren sind. Wir haben auch diesen Fokus auf schnellen, pragmatischen Lösungen, weil ich habe ja Stress, ich habe jetzt nicht viel Zeit, um hier lange zu diskutieren, zuzuhören, sondern es muss schnell eine Lösung her und es reduziert hier in hohem Maße eigentlich das, worum es eben hier drauf ankäme, nämlich Empathie, Sensitivität und Fürsorgeverhalten. Gut, das waren jetzt Alltagsstressoren. Gehen wir mal ein Kapitel weiter, nämlich zu kritischen Lebensereignissen. Das können Todesfälle sein, Unfälle sein, Behinderungen sein, schwere Krankheiten sein. Das ist nochmals eine andere Stresskategorie. Das nennen wir auch Makrostress im Vergleich zu täglichen Widrigkeiten, die Mikrostress sind. Und jetzt haben wir gesehen, Mikrostress bereits. Also Alltagsstress reduziert massiv die Sensitivität. Makrostress, da ist natürlich noch eine stärkere emotionale Beanspruchung da. Das ist ganz häufig mit schweren Emotionen verbunden, wie eben Angst, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Verzweiflung. Wie wollen Sie erwarten von einem Menschen, der sich in dieser Stimmungslage befindet, dass dieser Mensch hier sensitiv, offen, Ohres auf diese Bedürfnisse eingehen kann? Sie sind ganz häufig, sind diese Menschen hochabsorbiert. Sie haben hier das Thema, sie müssen das Leben neu regeln, diese Behinderung, was hat das für Auswirkungen finanziell, von der Rollenverteilung her, was hat das in Bezug auf die Kinderbetreuung für Auswirkungen, das ist Hochstress. Da haben sie nicht mehr Zeit für das Kind, sie sind am Organisieren, am Rotieren und das können Sie jetzt ganz verschiedene Beispiele nehmen, eben Krankheiten, Behinderungen, Sie können auch Scheidung, was auch immer nehmen, das sind hier Makrostressoren, die hoch absorbieren und entsprechend diese Egozentrik fokussieren und damit die Sensitivität reduzieren. Gut, wenn wir noch einen Schritt weitergehen auf dieser Skala Mikrostress, Makrostress, dann kommen wir zu psychischen Störungen. Sie sind natürlich klar, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine depressive Person nehmen, ich hatte vorhin gesagt, Wahrnehmung ist die erste Komponente. Da dachten Sie ja, wie kann man das nicht wahrnehmen? Sie sind eine schwer depressive Person, nimmt es nicht mehr wahr. Eine Person, die Suchtproblematik hat, nimmt es mitunter nicht wahr. Die kann im gleichen Raum sitzen, einen Meter von diesem Kind entfernt und nimmt die Bindungsverhaltenssignale nicht wahr. Das heißt, wir haben psychische Störungen, und zwar sehr viele, die schränken unsere Sensitivität ein. Sie können Ängste nehmen, sie können Depressionen nehmen, sie können Zwänge nehmen. Ich ständig schauen muss, dass ich keine Kontamination hier erleide, stundenlang Hände waschen muss. Das schränkt ein, nur schon zeitlich. Ich habe da nicht mehr Zeit hier für dieses Kind. Suchtproblematik hatten wir. Psychosen natürlich noch in stärkerem Ausmaß. Das heißt, Stress, Makrostressoren und psychische Störungen reduzieren ganz massiv die Sensitivität. Aber auch Müdigkeit. Sie sehen, wenn wir müde sind, dann sind wir nicht offen, dann möchten wir unsere Ruhe. Wir spüren, wir müssen uns zusammennehmen, unsere Verhaltensressourcen sind limitiert. Ganz häufig das Bedürfnis, jetzt möchte ich Ruhe, möchte ich ungestört sein. Kinder stören. Das heißt, es ist nicht das, was ich mir jetzt wünsche, in diesem müden, schlaffen, erschöpften Zustand. Und damit ganz häufig eben erhöhte Ambivalenz. Ich habe dich ja lieb, aber ich mag jetzt nicht. Sie sehen es auch für die Person selber. Unerträglich, das ist leidvoll.
ich möchte jetzt ein guter Vater sein, aber ich schaffe es nicht, ich habe die Energie nicht dazu und damit ganz häufig auch Ungeduld und Gereiztheit. Ich möchte Ihnen hier eine Abbildung von einer Studie von Professor Ahnert, Professorin in Wien und eine der namhaftesten deutschen Bindungsforscherinnen. Sie sehen hier eine Studie, worauf es jetzt hier vor allem ankommt, ist, Sie sehen hier das Quengeln des Kindes. Das heißt, die Höhe dieser Säulen zeigt an, wie stark quengelt das Kind. Und nehmen Sie mal hier dieses Kind hier, das geht in die Kita und dieses Kind wird zu Hause betreut. Sie sehen hier, das Kind, das in die Kita gehen muss, quengelt doppelt so häufig wie das Kind, das zu Hause bleibt. Dann sehen Sie, tagsüber quengelt das Kind in der Kita weniger als das zu Hause betreute. Das quengelt wesentlich häufiger, vierfach so häufig. Und Sie sehen abends, wenn die Kinder wieder zu Hause sind, von den Eltern betreut werden, sehen Sie mehr Quengelverhalten, das höchste Level hier bei den Kita-Betreuten. Und Sie sehen hier das eigentlich gleiche Ausmaß an Quengeln beim Kind, das den ganzen Tag schon zu Hause war. Gut, das ist mal etwas Spannendes. Was jetzt spannender ist, ist die Frage hier der prompten Reaktion auf dieses Quengeln. Wir haben gesehen, Wahrnehmung, Interpretation, Promptheit, Angemessenheit. Das sind die vier Komponenten. Was sehen Sie jetzt da? Sie sehen hier, da wird sehr prompt, sehr gut reagiert. Aber es ist auch klar, es ist auch wenig Quengeln da. Sie sehen hier, tagsüber ebenfalls, aber es ist auch wenig Quengeln da. Das ist einfach, also wenn es nur zwei, dreimal quengelt, dann kann ich auch hochprompt darauf reagieren. Sie sehen hier beim Zuhausebetreuten viel Quengeln, auch gutes Reagieren. Sie sehen, es bleibt auch abends so. Und Sie sehen hier, die Promptheit bricht ein, ist nicht mehr vorhanden. Abends, warum? Weil man müde, erschöpft ist. Man hat sich jetzt einen schönen Abend mit dem Kind gewünscht und das Kind quengelt. Stresst, nervt, das ist hier der Punkt. Und damit sehen wir, Müdigkeit ist eine ganz wesentliche Komponente innerhalb des Ganzen eben, um das hier auch zu sehen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Zeit. Und Sie sehen ja, das Spannende an der Zeit ist ja, wir haben ja ganz verschiedene Zeitbegriffe. Sie haben auch immer wieder diese Quantität der Zeit, die Quality Time. Das sind so die bekannten Begrifflichkeiten. Ich möchte Sie nochmals jetzt hier in die griechische Mythologie ganz kurz entführen. Und die griechischen Götter, da gibt es zwei Götter der Zeit. Es gibt den Kronos und den Kronos, den sehen Sie hier dargestellt, der hat hier die Sense, das ist die Vergänglichkeit, das ist die Zeit, die zerrinnt, auch hier mit dem Stundenglas abgebildet, das ist auch das Chronometer, das die Zeit misst. Den Begriff brauchen wir bis heute, Chronometer kommt von Kronos, das heißt, das ist die Zeit, die Quantität der Zeit. Und jeder von uns hat eine Quantität hier auf Erden und wenn diese Quantität erschöpft ist, dann ist hier das Ende und das heißt, wir haben auch Zeit hier im quantitativen Sinne, die wir eben mit den Kindern verbringen und diese Quantität definiert auch die Verhaltensstichproben, die wir von diesem Kind haben. Das heißt, je mehr Zeit ich verbringe, desto mehr sehe ich dieses Kind auch und desto besser kann ich es auch lesen, in Anführungszeichen. Weil ich sehe, aha, so reagiert es in dieser Situation, so in dieser. So in diesem, das sind hier, das ist eine Frage der Quantität. Und wir wissen auch aus der Bindungsforschung, die Person, die am meisten Zeit mit dem Kind verbringt, zu der hat es die tiefste, intensivste Bindung. Bindung korreliert mit Zeit, Quantität der Zeit. Der zweite Aspekt und der mir noch spannender scheinende ist dieser Kairos. Und Kairos ist der zweite Gott der Zeit, nämlich der Gott des günstigen Augenblicks. Und Sie sehen, der wird so dargestellt, er hat vorne langes Haar, da kommt auch der Begriff, die Gelegenheit am Schopf packen, und hinten hat er kurzes oder rasiertes Haar. Wenn Sie es verpasst haben, hinten greifen Sie nicht mehr. Sie müssen die Gelegenheit am Schopf packen, und das ist eigentlich ein ganz schöner Begriff, der mir immer sehr gut gefällt. Was heißt er jetzt auf Kinder übertragen? Es geht nicht nur um Quantität, es geht auch nicht um Qualität nur. Es geht darum, dass wir die Momente erkennen,
in denen wir da sein müssen. Den Kairos am Schopf packen. Gut, kommen wir zum nächsten Kapitel. Auswirkungen elterlicher Sensitivität auf das Kind. Wir haben mal zwei Haupteffekte. Wir haben mal zum einen hier den kognitiven Aspekt. Wie gesagt, wenn das Kind wimmert, weint, schreit, die Umgebung reagiert darauf, dann ist es eine Erfahrung von Wirksamkeit. Ich kann etwas bewirken. Wenn ich sage, ich brauche was, dann kommt jemand. Und es hat den zweiten Aspekt hier eben, den Bindungsaspekt hier, den emotionalen Aspekt, dass ich eben hier realisiere, die geben mir Sicherheit, die sind für mich da, die lieben mich. Wir können es eigentlich so zusammenfassen, Bindungserfahrung ist immer auch die Frage, bin ich sicher, bekomme ich den Schutz, die Sicherheit, die ich benötige. Die zweite Frage ist, bin ich wichtig, nehmen sich die auch Zeit für mich, weil ich wichtig bin, kann ich etwas beeinflussen mit meinem Verhalten und viertens, werde ich denn auch geliebt. Und Sie sehen, damit geht es eigentlich bei Bindung um sehr viel mehr als nur hier um eine Interaktion, die wir sagen können, die ja, relativ einfach auch gestrickt sein kann. Es geht hier um eine ganz wesentliche Komponente der psychischen Entwicklung. Gut, wenn wir mal schauen, was sind denn die Effekte, die Outcomes von Sensitivität oder Bindung? Wir sehen in dieser Studie von Dieterlen, die ich eben zitiert hatte, Kinder, die sensitive Eltern haben, die wimmern mehr, als dass sie weinen oder schreien. Und Sie sehen, es ist ein Kontinuum. Ein wimmerndes Kind können Sie ganz leicht beruhigen, weil es ist ein ganz leises, feines Signalisieren, ich habe was. Und wenn man jetzt prompt, kontingent hier auf das Kind reagiert, dann braucht es gar nicht zu weinen, braucht es gar nicht zu schreien. Es ist ja verhaltensunökonomisch zu schreien. Ich habe viel mehr Interesse daran, nur zu wimmern. Und es reicht aus. Sie sind pflegeleichter insgesamt und es gibt eine bessere Mutter-Kind-Beziehung, die ja wieder reziprok ist. Sie sind ein schwieriges Kind, es ist schwierig auch zu trösten, zu sensitiv auf das einzugehen. Und wir sehen auch, das sind explorationsfreudigere Kinder. Das ist ja das, was auch die ganze Bindungsforschung um den Fremde-Situationstest sehr schön und eindrücklich zeigt. Mit einem Jahr eben sind Kinder sensitiver Eltern ruhiger, ausgeglichener, sicherer gebunden. Wenn wir jetzt mal Kindergartenkinder, dann sehen wir, die sind weniger aggressiv, sind sozial beliebter, weniger abhängig von anderen und unmittelbarer Verstärkung, sind auch fähig zu verstärkter Aufschub. Sie weisen bessere Kompetenzen auf, Kommunikation, Sozialkompetenz, Emotionsregulationskompetenzen. Dieser Selbstwert ist bereits, sie sind sehr viel selbstbewusster, aktiver unterwegs, brauchen nicht ständig Rückmeldung, du machst es gut, sondern sie wissen, dass sie es gut machen, ohne Rückmeldung. Und wir sehen es auch beim Gehirnvolumen hier, deutliche Veränderungen, sehr viel größere Gehirnvolumina, mehr graue Substanz und auch dickere kortikale Verbindungen. Das heißt, es sind gereiftere, hier eben klügere und eben leistungsstärkere Gehirne. Bei Jugendlichen sehen wir, und das ist jetzt vor allem spannend, wir sehen bei denen eine angemessenere Emotions- und Verhaltensregulation. Das heißt, auch wenn dieses Überschießen wieder kommt, das wir auch im Video vorhin sahen, Sie sahen, dieses Mädchen ist gleichwohl bereit gewesen, der Mutter zu sagen, ja doch, komm doch später. Das ist Emotions- und Verhaltensregulation, nicht einfach nur abweisen, das ist der erste Impuls, und nachher kommt der zweite Impuls, doch, es wäre doch schön, wenn du Zeit für mich hättest und ich dir erzählen kann, was mich hier traurig stimmt. Wir sehen mehr altersgerechte, positive Autonomie. Negative Autonomie meinen wir das Zurückweisen auf brutale Art und Weise, sondern Autonomie sagen, doch, ich brauche dich jetzt nicht, danke, dass du da bist, aber ich will für mich. Das ist das, was wir eigentlich bei Jugendlichen möchten. Wir sehen mehr offene Kommunikation von Gefühlen und Bedürfnissen. Wir sehen mehr Suchen von Nähe, auch bei den Eltern. Das ist ein ganz spannender Punkt. Nicht einfach die Eltern sind out, jetzt sind alles nur noch Freundinnen und Freunde, denen ich erzähle, wie es mir geht, sondern nach wie vor die Eltern, man sucht sie aktiv auf, weiß auch, die sind da. Und das ist der entscheidende Punkt dieses Gummibandes. Ich dehn's, streck's, aber ich weiß, es hält mich. Wenn ich es brauche, kann ich zurückkommen. Stabiler Selbstwert, Beliebtheit und Erfolg. Wenn wir es zusammenfassen, können wir sagen, die elterliche Sensitivität ist die wichtigste Komponente
für sichere Bindung. Außer jetzt noch Depriationserfahrung, aber das ist dann eine eigene Kategorie, die wir zum Glück hier auch haben, aber nicht so häufig. Wir haben dann diese Outcomes in Bezug auf eine positive Repräsentation von mir und der Umwelt. Ich weiß, ich bin wichtig, ich werde geliebt, ich bin sicher. Die anderen, die nehmen sich Zeit für mich, die sind für mich da, wenn ich sie brauche. Es führt zu mehr Neugierde, Explorationsfragen. Auch in der Schule, aufnehmungsfähige Kinder, die saugen auf wie Schwämme, die sind interessiert. Unsicher gebundene Kinder sind immer ein Stück weit verkrampft, in Sorge, ängstlich. Stabiler Selbstwert, Emotionsregulation, internale Kontrollüberzeugung, damit auch ein positiveres allgemeines Befinden, sowohl somatisch wie psychisch. Gut, kommen wir zu einer der letzten Folien und die finde ich besonders schön. Sie sehen hier die ultramarinblauen Säulen, das sind Kinder mit genetischem Risiko für die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten, disorganisiertem Verhalten. Und Sie sehen jetzt hier sehr schön niedrigsensitive Eltern, hohes Risiko, trotz Risiko bei hoher elterlicher Sensitivität kein Durchbrechen des Risikos. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Auch wenn das Kind genetisch vulnerabel, hier eigentlich im Sinne einer Disposition, hohe Wahrscheinlichkeit aufweist, dass es sich eben dysfunktional entwickeln könnte. Wir Eltern haben sie in der Hand ein Stück weit. Wir können durch Sensitivität oder auch Bezugspersonen ganz allgemein durch Sensitivität dieses genetische Risiko senken. Und das finde ich eine ganz wesentliche und auch erfreuliche und auch eben ermutigende Erkenntnis. Gut, kommen wir zum Schluss. Ich sehe, der Oskar ist schon ganz nervös da, dass ich doch diese 15 Minuten ein bisschen lang dehne. Die elterliche Sensitivität ist die Schlüsselgröße im Bindungsverhaltenssystem. Sie ist komplex, wie wir gesehen haben. Es ist nichts Triviales, nichts Einfaches. Es ist diese feinfühligen Antennen für die sozialen Signale des Kindes. Sie sind mannigfach eben auch gestört, auch bei sensitiven Eltern. Sie spielt ein Leben lang eine wichtige Rolle, das versuchte ich Ihnen mitzuteilen, nicht nur bei Kleinkindern, sondern das Leben lang, besonders eben auch in der Adoleszenz. Wir haben verschiedene Faktoren, die es beeinträchtigen können, die hier natürlich immer auch wieder einwirken in das Leben und entsprechend hier eben auch ernst zu nehmen sind. Wir können aber dieses genetische Risiko puffern, abfedern durch Sensitivität, das heißt, es lohnt sich. Und es gibt eine sehr schöne Studie, das nennt sich von Plüss und Belsky, dieses Vantage Sensitivity. Die schwierigen Kinder eigentlich, die profitieren am meisten von dieser Sensitivität, weil es eigentlich sehr sensible, reagible Kinder sind. Und wenn die Sensitivität erfahren, dann können sie sich sehr schön entwickeln. Und dann können wir sagen, und das ist auch immer das, was ich meinen Studierenden sage, die wichtigste Resilienzvariable schlechthin ist Sensitivität und Bindung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.